Ben Bernanke bleibt Chef der US-Notenbank. Der US-Senat gab nach langem politischem Hickhack am Donnerstag grünes Licht für eine zweite Amtszeit Bernankes. 70 der 100 Senatoren stimmten für eine erneute Berufung des früheren Wirtschaftsprofessors auf den Chefsessel der Federal Reserve. Wegen der Kritik vieler Senatoren an der Geldpolitik der Fed und an ihrem Krisenmanagement waren zuletzt Zweifel an der erneuten Ernennung Bernankes aufgekommen. Eine Kritik, die der republikanische Senator Jim DeMint auch nach der Ernennung Bernankes aufrechterhielt. Die Bestätigung von Bernanke ist eine Bestätigung der Politik, die unsere Wirtschaft ruiniert hat. US-Präsident Obama hatte Bernanke bereits vor Monaten für 4 weitere Jahre nominiert. Der Geldpolitik-Experte steht jetzt vor der Herausforderung, die Milliarden Dollar, die die Fed im Kampf gegen die Krise in den Wirtschaftskreislauf gepumpt hat, wieder einzusammeln. Zudem muss er zum richtigen Zeitpunkt den eingeschlagenen Nullzinskurs verlassen, wenn er nicht in den kommenden Jahren einen Inflationsschub riskieren will.